Okay, damit herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren Webinar Ihrer HR Consulting Boutique TTS. Es freut mich sehr, so viele Teilnehmende zu begrüßen. Mein Name ist Stefan Haufstein und ich geleite Sie durch den heutigen Termin. Ich bin heute nur über Handy zu sehen, weil Teams auf dem PC komplett abgeschmiert ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir haben circa eine halbe Stunde Zeit plus Fragen und Antworten am Ende. Wobei Ihre Fragen oben unter F&A und dann rechts unten im Textfeld platziert werden. Wir beantworten die sehr gerne. Zudem haben wir einen Foliensatz und ein Thema, welches mir als Pädagogen persönlich sehr am Herzen liegt. Aus LSO macht LMS. So migrieren Sie in 3 Schritten erfolgreich in die Cloud. Aus LSO macht LMS beleuchten wir in Form folgender Agenda. Und mit an Bord ist natürlich fantastische Kollegschaft und Expertise. Guten Morgen, Liv. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Nicht ganz aus Heidelberg, wie es der Hintergrund vermuten lässt, aber wir sind überall. Hallo. Ja, meine war eigentlich auch geplant. Ihr Lieben, warum haben wir uns denn für dieses Thema entschieden? Warum ist es für viele derartig relevant? Ja, relevant ist es nicht zuletzt dadurch, dass die SAP im Bereich der Wartungsstrategie spätestens so um das Jahr 2027 rum das eine oder andere verändert. Das heißt, es wird Einschränkungen geben, die auch ihre Schatten schon vorausgeworfen haben, was die Weiterentwicklung der SAP LSU angeht. Und viele Kunden im Bereich der hybriden Systemarchitektur an der Stelle stehen, mache ich weiter mit der LSU oder nicht? Und wir uns aus der Erfahrung der vergangenen Migrationen überlegt haben, lasst uns das doch mal paketieren und ein bisschen gesammelt an den Markt bringen, wie man gut von der SAP LSU auf das SuccessFactors LMS umsteigt. Dazu zählen unter anderem auch die Betrachtung in Risiken und Maßnahmen, die wir in Migrationsprojekten in den letzten gut 5, 6, 8 Jahren gesammelt haben. Man sieht das hier mal in Form von so Stickern von einem Miro-Board. Wir werden das sicherlich nicht immer alles vorlesen, was auf den Folien steht, uns aber doch ein Stück weit daran orientieren können. Was wir sehen ist, dass Migration ja kein Selbstzweck ist. Das heißt, wir werden immer 2 Workstreams haben, Projektteams, die miteinander interagieren. Und wenn die Abstimmung zwischen der Implementierung und der Migration nicht gut läuft, dann haben wir Schwierigkeiten in der Migration. Dem wirken wir entsprechend entgegen. Das schauen wir uns gleich an. Was wir weiterhin als großes Risiko in den letzten Jahren gesehen haben, man kommt eben nicht mal eben an die Datenbank von SuccessFactors dran und kann Fehlimporte schnell mal eben löschen. Es ist aufwendig. Das heißt, das Risiko besteht, dass wir Dinge fehlimportieren und dem möchten wir auch entgegenwirken. Dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die sich im Großen und Ganzen selbst erklären. Insbesondere in dem Bereich der Datenqualität werden wir mit der Demonstration auch heute unserer Lösung, glaube ich, ein gutes Stück vorankommen. Was sind gute Maßnahmen zur Risikominimierung in Migrationsprojekten? Die eben genannten Projektteams, Implementierung und Migration, müssen miteinander sprechen. Wir werden das auf der nächsten Folie vertiefen. In der agilen Welt wird immer weniger festgehalten schriftlich, Verbindlichkeit muss erzeugt werden. Deswegen empfehlen wir gleich zu Beginn, ein gutes Migrationskonzept aufzustellen. Das beinhaltet tatsächlich Prosa. Das beinhaltet, was wollen wir zum Zeitpunkt A, B, C tatsächlich migrieren. Und das Thema genaue Vorgehensweise ergibt sich an für sich ein bisschen von selbst. Sorgfalt ist hier die erste Migrationspflicht. Was das genau bedeutet, werden wir uns aber auch nochmal anschauen. Denn es gibt ein paar Abhängigkeiten, die man kennen muss, um erfolgreich nach SuccessFactors zu migrieren. Das Vorgehen ist jetzt erstmal ein bisschen umrissen und wir schauen uns das im Detail an, indem wir mal in eine Ablaufplanung eines Migrationsprojektes reinschauen. Es gibt nicht nur eine zeitliche, sondern es gibt vor allem auch eine technische, funktionale Abhängigkeit in den einzelnen Schritten. Und wenn es gut läuft, führt uns die Folienanimation da jetzt durch. Ich habe es eben schon angerissen. Es ist nicht ganz agil, es ist eine Kombination aus klassischem Wasserfallvorgehen mit immer Abnahme pro Phase und aber auch durchaus den dynamischen Abhängigkeiten zur Implementierung. Wir beginnen mit einem Migrationskonzept, in dem wir Dinge festlegen, wie viele Jahre in die Vergangenheit wollen wir schauen.
Für welche Nutzergruppen? 6 Jahre. Was ist mit inaktiven Mitarbeitern? Inaktiv innerhalb der letzten 2 Jahre. Was ist mit nicht mehr bespielten Trainingsformaten, Kurse, die noch im Altsystem sind, aber zu denen es seit Jahren keine neuen Termine gab? Muss ich möglicherweise migrieren? Wenn ja, wie? Was wir auch feststellen, SuccessFactors LMS ist ja nicht unbedingt das allererste Modul, was man einführt. Könnte es theoretisch sein, aber mindestens gibt es eine Plattform. Wir müssen die Abhängigkeiten zu anderen Dingen berücksichtigen, wie den Stammdaten der BenutzerInnen und auch der Organisationseinheiten. Vielleicht spielt auch noch sowas wie eine Kostenstelle mit rein, wenn wir Ab- und Verrechnung betrachten. Damit starten wir in der Vorbereitung. Das sollte dann auch typischerweise festgehalten werden. Wir werden auch mal gleich noch ein bisschen schauen, von welchen Beteiligten. Wir starten dann als nächstes in das Thema der Exporte. Zum Extrakt aus dem Vorsystem gilt, dass wir von Seiten TTS, und wir empfehlen das auch unseren Kunden, das Ganze möglichst automatisiert machen. Automatisiert heißt, in einer bestimmten Struktur nach den Vorgaben des Migrationskonzepts Dateien zu erzeugen, die wir, nachdem wir sie optimiert haben, für den Import vorbereitet haben. Auch hier gibt es gleich noch ein bisschen mehr Futter, wie so eine Importdatei aussieht in SuccessFactors. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen an der einen oder anderen Stelle. Wenn nicht, ist überhaupt nicht schlimm, ist nicht notwendig, um dem Webinar zu folgen. Die Optimierung der Migrationsdateien beinhaltet dann typischerweise je nach Trainingsformat unterschiedliche Importe. Wenn wir im Bereich von Präsenzveranstaltungen gehen, habe ich ein paar Voraussetzungen und Abhängigkeiten. Die haben wir einfach mal Ressourcen genannt. Das kennt man auch aus dem SAP-Veranstaltungsmanagement, aus der SAP-LSO. Das wird keinen groß überraschen. Man muss natürlich auch mit so einem Glossar vielleicht arbeiten. Wir haben es hier versucht, neutral zu halten. Aus dem Trainingstyp wird ein Element. Aus einem Termin wird eine Klasse. Bei Präsenzveranstaltungen migriert man also nicht nur die Umfelddaten, sprich die Ressourcen, das Kursangebot. Man geht dann in die Termine rein, vergangene, zukünftige Buchungen und historische Daten. Kleines bisschen anders sieht es aus im Bereich der digitalen, der Online-Inhalte, die ich aber auch nicht mit der Hand am Arm migrieren möchte, sondern auch möglichst automatisiert. Kann man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt die klassischen Web-Based-Trainings, es gibt Quizzes, Examen. Vielleicht gibt es auch noch Dokumente, auf die verwiesen werden soll. Und vielleicht haben Sie schon mal festgestellt, dass SuccessFactors LMS bietet hier eine besondere Art von Content-Management-System an. Alles komplett in der Cloud. Danach wird das Ganze wieder mit dem Kursangebot zusammengeführt und wir können noch gucken, in den aktuellen Zuweisungen festhalten, wer muss das Training noch zu Ende machen. Ja? Wer sollte dies tun? Kann natürlich auch dazu führen, dass wir über Blended Learning Formate sprechen, also Curricula, Programme sind dann Spezifika im Bereich SuccessFactors LMS, die man wieder in so einem Glossar mit der LSO abmischen müsste. All das tun wir. Wie schauen solche Datenimporte dann aus? Jeder Import erfolgt zunächst mal auf einer Testmaschine, die man auch bekommt, wenn man die SuccessFactors-Instanz erwirbt, und wird dann in einem A, vier Augen, und B, noch spezifischen qualitätssichernden Maßnahmen abgenommen. Wir importieren stets eine Teilpopulation, dann die Vollpopulation. Wir importieren niemals nur mit 2 Augen und 2 Ohren die TTS, die Kunden arbeiten da Hand in Hand. Bevor wir dann auf die Produktivinstanz gehen, gibt es immer eine Abnahme. Bei der Abnahme wird es gleich nochmal interessant, was die beteiligten Zielgruppen angeht, denn hier muss man bestimmte Zielgruppen zusammenbringen. Stichwort HR und IT. Last but not least, es gibt ein paar Punkte, die kriegen Sie nicht ohne weiteres migriert. Das liegt in erster Linie daran, dass das SuccessFactors LMS ein bisschen anders funktioniert, auch ein bisschen neue Funktionalitäten bietet. Das heißt, wir werden auch in einem Projektplan, in einem Cut-Over-Plan Nachbereitungsschritte immer vorhalten, um das Kursangebot nochmal zu überarbeiten. Kann man teilweise auch schick automatisiert mit einer API machen, gibt aber auch Punkte, die man mal manuell macht. Zum Beispiel vielleicht schicke Cover-Pages, das sind so schöne Internetauftritte von besonders wichtigen Kursen mit einem schicken What You See is What You Get-Editor. Den gibt es halt nur im SuccessFactors LMS. Und nicht in der LSO. So, wir sehen hier so ein bisschen diesen Wasserfall beschrieben, ja, von oben nach unten. Und jetzt noch die große blaue Kachel. Es gibt natürlich eine Dynamik und es gibt die Abhängigkeit zum Implementierungsprojekt, wo heutzutage typischerweise mit Iterationen
getestet wird. Das heißt, nicht 6 Monate vor sich hin brödeln und dann präsentieren, so ist es. Wenn das Implementierungsprojektteam einen guten Fortschritt erzielt hat, wird zum ersten Mal migriert. Und wenn das der nächste Fortschritt erreicht worden ist, wird ein weiteres Mal migriert. Das sind so die Tätigkeiten. Und Liv, wir hatten uns aufgeschrieben im Vorfeld, welche Personen brauchen wir eigentlich dazu? Genau, und da besteht die Problematik. Also wir haben in diesem Team oder in diesem Projektteam Personen, die kommen aus der IT und aus der HR-Welt. Und tatsächlich, wir trennen dann quasi Migrationsteam plus Implementierungsteam. Das sind die beiden Teams, die zusammenkommen, um dieses große Projekt tatsächlich über die Bühne zu bringen. Und es ist nicht vernachlässigbar, dass eigentlich in dem Migrationsteam viele Experten, was die LSO angeht, geben müssen. Ja, also da muss jemand tatsächlich, mehrere vielleicht Teammitglieder, sich sehr gut mit der LSO auskennen. Also tatsächlich Leute, die alltäglich mit dem System arbeiten, sind für so eine Rolle geeignet. Und natürlich müssen Leute geben, die auch Migrationserfahrung haben, also sogenannte Migrationsexperten. Und die kommen hauptsächlich aus der IT-Welt. Und leider ist es so, dass in der IT-Welt es ist nicht deren Aufgabe, in Prozessen zu denken. Ne? Anders als im HR-Bereich, wo tatsächlich man in betriebswirtschaftlichen Prozessen denkt. Und das bringt natürlich in der Kommunikation natürlich auch gewisse Probleme mit sich. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir das Implementierungsteam, der sehr gut sich mit dem neuen System auskennen muss, muss tatsächlich die ganze Konfiguration im neuen System machen. Ne? Erstmal auf der Testinstanz, ne? Später dann natürlich, wenn es eine Abnahme gibt, dann auf der produktiven Instanz. Und tatsächlich ist das eine ganze ein Batzen an Aufgaben. Man muss sehr, sehr auch sorgfältig mit der Konfiguration umgehen, damit es alles so den Anforderungen des Kunden entspricht. Und tatsächlich die beiden Teams tatsächlich zusammen in einer Einheit zu arbeiten, das macht dann der Schwierigkeitsgrad in diesen Projekten aus. Ja, das ist eine gute Betonung auch, das Thema, wie Prozesse und Technik hier zusammenarbeiten müssen. Gerade eine Migration, wo man immer so an Felder denkt, Strings, Spalten, Zeilen in diversen Dateien, ist ein wichtiger Faktor, eine wichtige Aufgabe, die wir erfüllen müssen, aber eben auch direkt von Anfang an HR mit einbinden. Welchen Prozess möchte ich denn in Zukunft abbilden? Welche Daten brauche ich denn für meinen zukünftigen Prozess? Was mir noch am Herzen liegt, ist der letzte Punkt in dieser Zeile. Da steht ganz bewusst und vielleicht ein bisschen flapsig alle. Es mag sein, aufgrund von Ressourcenengpässen, dass sich die Kunden wünschen, ach, Implementierungspartner, könnt ihr nicht testen? Kann man machen, aber man kennt es. Man testet immer das, was gut funktioniert. Und die tatsächlichen Fallstricke, da empfehlen wir doch sehr, dass Kunden auch Testressourcen mit planen in einem Projekt. Gut, Freigaben haben wir darüber gesprochen. Irgendwann geht es dann ab auf die produktive Maschine. Den Weg dahin, den haben wir eben jetzt mal konzeptionell uns angeguckt. Jetzt haben wir uns mit einem kleinen Wortspiel versucht, nämlich Migrate, und nicht nur auf den Folien aktiv eine Lösung entwickelt, im wahrsten Sinne des Wortes, die man auch begreifen, anfassen und angucken kann. Bevor wir online gehen damit, noch 2 Dinge offline. Es gibt also diese SuccessFactors-Import-Formate, von denen vorne besprochen worden ist, die SuccessFactors verlangt. Diese Daten verlangt SuccessFactors teilweise zum Beispiel komma-separiert oder semikolon-separiert mit einem Verkettungsbefehl am Ende. Das sind dann solche Details, in die all das einfließt, was wir in der Konzeption gesagt haben. Datumszeiträume, Datumsformate, Mapping aus Feld A, mach Wert 1, 2, 3. Idealerweise ist also der automatisierte Sammlungsprozess schon sehr weit fortgeschritten. Man braucht dann noch die LMS-Expertise auf SuccessFactors-Seite, um das in das geeignete Format zu bringen. Kleiner Blick darauf, wie sehen denn diese Formate eigentlich aus? Die beiden Abbildungen hier sind jetzt 2 Best-Practice-Konnektoren in einem Template, das eine CTS jetzt so ein bisschen aufbereitet hat. Man findet viele oder fast alle Daten, die zu diesem Template gehören, auch im Internet.
verfügbar. Wir haben es ein bisschen zusammengeführt und mit Beispielen hinterlegt. Dass man das jetzt im Detail nicht ranzoomen kann und erkennen kann, ist nicht ganz entscheidend. Die Botschaft ist die folgende. Man muss genau diese Spalten unter genau diesen Headern mit genau den Zeileninhalten und am Ende Zelleninhalten liefern. Denn anders als in der On-Premise-Welt entwickelt man keine Import-Routine auf Seiten SuccessFactors, sondern die ist da. Das, was wir machen können, ist in der Export-Routine schon so weit wie möglich vorarbeiten, damit wir genau diese Templates automatisiert befüllen können. Wie machen wir das? Mit Migrate. Migrate sind Export-Reports und wir schauen uns das gleich auch im System an. Man kann dann nochmal nachgucken hier auf den Folien. Aha, es handelt sich um ABAP-Reports. Aha, es gibt eine Maske, mit der ich was tun kann. Und aha, ALV-Grid haben wir alle schon mal gehört. Es kommen eine Menge, je nachdem, wie voll das System ist, Zeilen und Spalten dabei heraus, die ich nach SuccessFactors überführen kann. So, Generalprobe hat gut geklappt. Liv, du bist eingeloggt in unserem Demosystem und ich übergebe an dich. Alles klar, vielen Dank, Jan. Okay, also ihr seht jetzt hoffentlich die Maske für diesen Report. In dieser Maske kann ich dann mehrere Parameter eingeben. Jetzt werde ich einfach nur die Angabe von der Trainingsgruppe geben, die ich dann tatsächlich am Ende exportieren möchte. Und hier mache ich tatsächlich über die F4-Hilfe, mache ich die Selektion ganz komfortabel über diese Strukturierung hier des Trainingsmenü und ich klicke weiter. Da habe ich dann quasi diese Trainingsgruppen-ID hier, ne? Und ich mit einem einfachen Knopfdruck, also ich klicke hier auf Ausführen und es werden mir in dem Output diesen Reports alle Spalten tatsächlich hier angezeigt mit, also in dieser, das sind die Spalten, entsprechend die Spalten, was die Konnektor-Files beinhalten. Das heißt, ich kann diesen Output in Excel exportieren, ne, über den normalen Weg, ne, hier, und dann am Ende kann ich sehr komfortabel die Konnektor-Files befüllen. Ja, ich kann auch in den Konnektor-Files bestimmte Trainingstypen, die ich eigentlich nicht migrieren möchte, natürlich kann ich dann löschen aus den Konnektor-Files, wenn ich die übertragen habe, oder ich kann tatsächlich hier die Excel-Files so gut bearbeiten und so gut bereinigen, dass am Ende ich nur das Ganze, den ganzen Bereich mit Copy-Paste in die Import-File dann die Zeilen einfügen kann. Das ist eins der Beispiele, die ich euch präsentieren wollte. Ein weiteres Beispiel ist der Export von abgeschlossenen Teilnahmen, also die Lernhistorien. Hier kann ich dann ähnlich wie in dem anderen Fall kann ich hier auch eine Selektion machen auf Veranstaltungstypebene oder auf Trainingsgruppenebene. Hier werde ich dann einfach nur ein paar Trainingstypen selektieren, genau, und werde ich dann mit Knopfdruck quasi den Report ausführen und der Output genauso wie in dem anderen Fall kann ich dann nach Excel exportieren und dann einfach die Zeilen sehr komfortabel in die Connector-Files einfügen. Dann brauche ich mir gar keine Gedanken machen tatsächlich über das Datumformat oder ob ich tatsächlich das alles, was in den Import-Files gehört, dass ich dann mit Formaten richtig arbeiten muss, um dann die Qualitätsansprüche zu erfüllen. Genau. Das war eine kurze Demo zu unserem Migrate-Paket und ich gebe das Wort weiter zurück an Jan. Ja, vielen Dank. Man darf nicht vergessen, das Ganze sind, je nachdem, für welchen Migrationspfad man sich entscheidet, nicht nur 2, sondern eben 7, 8 oder auch mehr Dateien. Und diejenigen, die die HLP-Tabellen kennen, wissen, man kriegt vieles aus einer SE16N raus. Aber in der Struktur mit dem Customizing-Framework dahinter, da steckt schon ein wenig Erfahrung mittlerweile. Wir fassen das mal auf einer höheren Ebene zusammen oder ich versuche mich mal daran. Best Practice ist immer ein Begriff, mit dem sich Beratungsunternehmen leicht oder schwer tun, denn Best Practice heißt, das ist immer ein gewisser Kompromiss. Das ist das, was wir gesehen haben bei vielen Kunden und nicht alle Kunden machen es genauso. Deswegen das, was wir eben gesehen haben mit den Spalten zum Beispiel,
Name eines Abschlussstatus, Datumsformat, ob das jetzt erst Monat, dann Jahr oder erst Jahr, dann Monat und dann der Tag. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie das SuccessFactors-System aussieht, in welche zukünftige Kategorie das reinkommt. Vorher waren es Trainingsgruppen, in Zukunft heißt es dann halt Bereich, Kategorie oder Bibliothek und was es dort alles gibt in SuccessFactors. Das kann man dann verändern, teilweise ohne Programmierleistung. Trotzdem gibt es immer noch ein bisschen Exits, in denen man vielleicht nochmal eine Besonderheit reinkriegt. Ja, wenn Sie jetzt die Errechnung der Trainingsdauer nicht aus dem Infotyp zeitliche Abläufe haben wollen, sondern aus einer anderen Geschichte, dann machen wir das auch. Diese Trainingsdaten sind dann mehr oder weniger detailliert, alle nochmal lesbar zunächst in Excel, bevor wir sie in eine Importdatei, TXT, CSV, was auch immer, umwandeln. Und ein bisschen darauf annehmen, an welcher Stelle man in SuccessFactors ist. Der große Vorteil ist, man hat dann, wenn man so vorgeht über Excel oder über ein Tabellenkalkulationsprogramm, ein einheitliches Look and Feel. Man hat es schon mal zugeschnitten auf das Zielformat. Das heißt, ich muss nicht nochmal den Verkettungsbefehl von woanders rüber kopieren. Ich habe idealerweise meine Datenqualität schon so durch Mapping, vielleicht durch ein paar Aufräumaktivitäten im Zielsystem verbessert, dass ich manuell wenig machen muss in den Migrationsdateien und deswegen auch manuelle Fehler gar nicht erst erzeugen kann. Ja, wir unterstützen das auch, wenn Sie mit STRG H nochmal drei Zeilen umtauschen wollen oder Felder. Wenn es aber anders geht, empfehlen wir das automatisiert zu machen. Außerdem sollte man noch beachten, dass man ja Kriterien braucht. Wann ist die Migration erfolgreich? Ne? Stellen wir uns mal vor, wir müssen irgendwie 30.000 Einträge kontrollieren. Wir können über das Volumen gehen, wir können über Stichproben gehen und wir können über die Mapping-Dateien gehen, die wir einmal sauber im System haben, zum Beispiel abgelegt auf einem Applikationsserver nochmal oder eben auf einem Netzlaufwerk, mit dem wir arbeiten, auf Seiten SAP. Und wir haben die Kontrollreports in SuccessFactors. Das ist das konsolidierte Verfahren, das ist das vordefinierte Verfahren, egal ob es jetzt Städte und andere Trainingsumfelddaten sind oder ob es das historische Datum ist, dass der Jan Herrmann im Mai 2022 zuletzt, glaube ich, sein Datenschutztraining absolviert hat. Braucht man vielleicht für die Zukunft. So, das sind die Daten, die wir mitliefern, die Eckdaten zum Thema Migrate. Und ich übergebe mal an den Bereich der Erfolgsfaktoren. Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung dessen, was wir oben in den Risikofaktoren gesehen haben, in den Maßnahmen dazu. Und auch hier möchten wir mal nicht alles vorlesen, sondern haben uns mal auf drei Punkte konzentriert. Nutzergruppen. Man denkt an HR-IT. Wir brechen es noch ein bisschen weiter runter. Wir glauben, dass ein Migrationsteam dann erfolgreich ist, wenn wir auch die Endanwenderinnen dabei haben. Das sind Lernende, das sind auch Führungskräfte. Das sind Trainingsadmins, die zum Beispiel sagen können, mein Prozess der Wiederholerschulungen in der LSO, der sieht so und so aus. Wie mache ich das denn jetzt in Zukunft in SuccessFactors? Wir glauben auch, dass die Abstimmung der jeweiligen Umfänge sehr elementar ist. Wir glauben, dass es keine gute Idee ist, alles auf einmal zu migrieren während der tatsächlichen Realisierungs- oder Projektphase, sondern wollen uns deswegen an die Iterationen des Implementierungsteams immer ein bisschen dranhaken. Man fängt mit den Basisdaten an, so in dem mittleren Bereich des Ablaufs, Umfelddaten, Trainingstypen oder Veranstaltungstypen und später tastet man sich so vor an die Buchungen, vielleicht erst die vergangenen, dann die zukünftigen, die man so braucht für einen möglichst nahtlosen Übergang des Geschäftsbetriebs. Am Rande ist es schon angeklungen. Wir exportieren im Grunde erstmal das, was wir im Altsystem haben. Das heißt, je besser das Altsystem aufgeräumt ist, doppelte Trainingstypen, nicht abgegrenzte Trainingstypen, Archiv-Trainingsgruppen, umso besser, umso weniger müssen wir da nochmal was dran machen. Wir könnten aber natürlich auch aufgrund einer bestimmten Regel des Migrationskonzepts sagen, alle Daten, die angelegt worden sind vor 1997, nehmen wir einfach gar nicht mehr mit. Oder Daten, die zuletzt 2010 angefasst worden sind. Denn das haben wir ja alles im Altsystem stehen. Je weniger manuelle Nacharbeit in den Tabellenkalkulationsprogrammen, je mehr Cleanup des Datenbestands im Altsystem, desto besser wird die Qualität.
Und dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die hier, glaube ich, ganz gut sind, dass man die alle in eine Projektplanung überführt. Das sind unsere Punkte. Möglicherweise fallen Ihnen auch noch weitere Erfolgsfaktoren ein. Vielleicht haben Sie auch schon Erfahrung gemacht, als Sie damals in die SAP LSO migriert haben aus Altsystemen. Da sind wir natürlich freudig gespannt auf einen Austausch. Genau. Und warum wir denken, dass wir als TTS selbst ein wichtiger Erfolgsfaktor an Ihrer Seite sind, sehen wir hier. Weil, wie gesagt, wir kommen aus beiden Welten. Wir verstehen HR und IT von konzeptioneller, fachlicher Arbeit vor, während, nach der technischen Beratung, über Individualentwicklung bis zum Application Management Service im Regelbetrieb. Wir können und wollen Sie ganzheitlich beraten. So viel zu uns. Und es war heute kurz und knackig, viel interessanter Input. Was können Sie jetzt also konkret tun? Unser Vorschlag, drei Dinge. Erstens, führen Sie ein Scoping zur Festlegung der Migrationsstrategie durch. Nummer zwei, erstellen Sie ein Konzept zur Vorgehensweise. Und Nummer drei, planen Sie die Migrationsumsetzung im Gesamtprojekt. Sprechen Sie uns an, wir führen und begleiten Sie auf diesem Weg. Nutzen Sie für Ihren Erfolg unser bewährtes Beratungspaket. Und damit gehen wir in die Q&A-Session. Liv und Jan stehen Ihnen jetzt Antwort und freuen sich auf Ihre Fragen. Deswegen fortwährend gerne jetzt im Chat. Und ich schaue, welche schon einmal gesammelt. Ja, dieses Bild, was wir jetzt hier zum Abschluss sehen, das kann man sich auch auf der Einladungsseite, ich glaube, Neudeutsch heißt es Landingpage, herunterladen. Manche haben das möglicherweise schon gemacht. Hieß nicht immer Migrate, hieß auch einfach mal Migration. Fasst das Wesentliche nochmal zusammen auf der Meta-Ebene und gibt ein paar Einblicke, wie tatsächlich eine Migration ablaufen könnte, auch für den Aufwandsteil. Liv, Jan, Stand jetzt haben wir noch keine Fragen, deswegen schicken Sie gerne noch etwas ins Textfeld. Als Impuls würde ich vielleicht mal eine Frage nehmen, die mir in gewissen Gesprächen zuletzt vorgekommen ist. Und zwar, welche Tools empfehlen wir denn so bei der Massenbearbeitung und zur Optimierung der Import-Files? Hast du was aus dem Bankenumfeld, Liv? Vielleicht, was haben wir, wenn wir zu viel haben? Excel und vielleicht? Open Office, also ja, genau, tatsächlich, genau, also das einerseits und auch, weil tatsächlich manchmal aufgrund der Zeilen einer Excel-Datei oder dann ist tatsächlich sehr schwierig mit den normalen Applikationen in Microsoft zu arbeiten, deswegen Open Excel oder Open Microsoft Tools eignen sich dafür sehr gut. Ja, bräuchte man dann vielleicht noch ein, zwei, drei dedizierte Installationsfreigaben, aber das Toolset selber, das Zentrale ist das ABAP-Toolset. Also das würden wir halt den Kunden zur Verfügung stellen. Ja, stimmt, genau, OpenOffice, wenn es zu viele Daten sind, ja, dann ist Steuerung C, Steuerung V manchmal der Feind. Das stimmt. Vielen Dank dazu. Weil wir noch keine weiteren Fragen drin haben, gerne nochmal die Motivation und den Impuls. Vielleicht könnten wir dann noch mal über System Cleanup, kommt ja des Öfteren vor, eben vor der Migration, können wir den Teilnehmenden dazu vielleicht ein paar Beispiele nennen? Ich mache mal mit einem und dann, glaube ich, versuchen wir es mal nochmal mit dem Thema Datenschutz. Da gibt es ja vielleicht auch noch einen Aspekt und wer ist dafür geeignet als Liv? Also ich führe noch mal was aus, was ich meine mit veralteten Trainingsdaten. Die SAP LSO kennt das Konzept der Abgrenzung. Das heißt, Sie kennen das von der Teilnehmerschaft, das famose Endedatum 31.12.1999. Das müsste aber ja so nicht sein. Ja, der Java-Kurs 1.4, den haben wir, glaube ich, zuletzt 2002 gegeben. Und viele Kunden, wenn wir an Altsysteme drangehen, haben das aber nicht gemacht. Das heißt, alles steht auf dem Höchstdatum. Das wäre ein guter Indikator. Und dazu gibt es einen Standard, den viele Kunden gar nicht nutzen, um da schon mal Cleanup zu betreiben. Ich könnte auch gucken, wozu gab es denn jetzt seit vielen Jahren keine Trainingstermine? Auch bei E-Learnings. Wozu gab es denn seit vielen Monaten, Jahren auf den alten Versionen keine Buchungen mehr, keine Abnahmen? Ja? Das kann ich alles nachschauen und die würde ich ausschließen. Was würde ich noch machen? Ich würde versuchen, Dubletten auszuschließen. Ja? Word-Kurse,
gibt es sehr gerne sehr viele. Ja. Das tritt meistens in der Migration auf, wenn ich dann mal eine Qualitätssicherung über einen Excel mache. Ich habe eben eine Hand gesehen, bin nicht sicher. Genau. Die Backend-Tabellen, die HRPs, die laufen. SAP hat ein bisschen Schwierigkeiten bei der Aktivierung über die T77S0. Das soll angeblich über die neueren Support-Packages behoben sein. Das Allerneueste habe ich mir noch nicht angeguckt. Das funktioniert. Also die HRP 1001 und nach einer Migration die PAD 25. Was sie nicht machen können, ist nur mit dem Veranstaltungsmanagement unter H4S weiterlaufen. Das wird null unterstützt. Sie müssten umsteigen auf eine SAP LSO und dann nur den Veranstaltungsmanagement-Teil nutzen. Das ist nur ein bisschen eine Frage des Break-Even-Points. Da haben Sie vollkommen recht. Ne? Also wenn ich jetzt nur keine Ahnung, 5000 Datensätze mal über alles, ja, dann kann ich auch einen Rohdatenexport einmal über alles wegschreiben und sagen, ich fange auf einer grünen Wiese an. Genau. Was ich nicht machen kann, ist, wenn unter diesen Schulungen Pflichttrainings sind, da wäre jetzt auch wieder Diff, ne, mit dem Datenschutz, also IT-Informationssicherheit. Ne? Ich muss ja nachweisen, und das will ich ja nicht alles für 1000 Mitarbeitende vielleicht nachhalten, ob ich das so machen will. Da würde ich nochmal drüber nachdenken, wie ich da mit der Migration umgehe. Und last but not least, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, mal zu gucken, ob eine LSO-Fortführung eine Idee ist, wenn Sie noch nicht in die Cloud gehen wollen, können, möchten. Das sind diese Iterationen, Iteration 1 und 2. Wir haben bei Großprojekten auch mal 3 verschiedene. Ja, das sind dann immer diese Stufen der Migration. Ich habe was Neues gehört, als ich letzte Woche bei der DSAG in dem Frühjahrstreffen war. Das ist der Bluefield-Ansatz. Und den kannte ich bislang noch nicht, den Namen. Ich glaube, was wir machen hier, ist ein ganz guter Bluefield-Ansatz. Ja, wir haben eine SAP LSO, die lösen wir ab durch einen SAP SuccessFactors LMS, das schon ein bisschen, wie Sie gerade gesagt haben, konfiguriert, gecustomized ist. Da gehen wir rein. Ja, also wir haben da 2-3 Optionen schon erlebt bei Kunden. Wir haben gesagt, wir starten zum Beispiel mit einem kleinen Festpreis. Das nennt sich dann Quickstart bei einer TTS. Da ist eine Migration nicht dabei. Oder auch ein Aufwandsprojekt ohne Migration. Folgt dann oft doch noch im Nachgang eine Migration. Und hier teilt sich es dann auf. Ja, es gibt Kunden, die sagen, wir geben die Erstellung der Migrationsreports nach intern. Dann muss man die HRP 1001 und andere Tabellen abgrasen. Oder es gibt Kunden, die dann auch noch nachträglich so ein Framework nochmal bestellen. Und dann macht man es mit einer TTS. Ja, das sind jetzt unterschiedliche Szenarien. Es kommt immer darauf an, wie wichtig sind Ihnen die Daten und wann brauchen Sie die Migrationsdaten? Wann brauchen Sie die? Ne? Also wenn Sie 15 Kurse nur haben im September, ja, wollen Sie live gehen und im Oktober geht's irgendwie mit der Trainingssaison los. Das kann man gut von Hand machen. Wenn Sie aber mal 5, 6 oder 10.000 Buchungen schon haben, weil Sie eine externe Akademie haben und nur 3 Tage Downtime überhaupt zulassen, dann ist es ein Anwendungsfall, der so ein Migrationspaket mehr als rechtfertigt. So, und jetzt hat die Liv bestimmt noch eine tolle Idee. Was sind denn Daten, die wir aufräumen können? Ich habe jetzt nur mal überlegt, Daten, die man nicht mehr braucht. Was ist mit Daten, die man nicht mehr darf? Noch einmal auf den Mikro. Jetzt bin ich. Genau. Also man muss sich vorstellen, wir haben in der DSGVO, ich kenne das, weil ich die Datenschutzbeauftragte der TTS bin, und da hat man natürlich immer personenbezogene Daten, und das sind Namen, Vorname und alles, was da mit so einem Mitarbeiterdatensatz gehört. Ne? Und tatsächlich schreibt die DSGVO, dass wenn man quasi die Daten nicht mehr braucht, das heißt dieses Zweckprinzip nicht mehr zutrifft, dann tatsächlich muss man sich trennen und gibt nicht unbedingt bestimmte Vorgaben, wie lange darf man sie aufbewahren, aber es gibt natürlich auch gesetzliche Vorschriften, zum Beispiel für alles, was relevante Jahresbilanzdokumente sind, zum Beispiel Rechnungen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und man hat man kann sich vorstellen, zum Beispiel bei der TTS hat man sich Gedanken gemacht, bis wann bräuchte ich tatsächlich die Daten eines Personen,
Personaldatensatzes, ne, eines Mitarbeiters. Und tatsächlich, es ist so, wir haben gesagt, 6 Jahre nach Austritt sind die Daten eigentlich nicht mehr brauchbar. Man braucht sie gar nicht. Ne? Deswegen hat man sich dann ein Löschkonzept überlegt. Das heißt, nach 6 Jahren sind die Daten nicht mehr, es gibt keinen Zweck, die aufzubewahren, deswegen löscht man sie. Und löschen heißt es nicht nur aus den Systemen zu löschen, sondern tatsächlich in Papierform, zum Beispiel, wenn es eine Personalakte gibt, in Papierform, man muss die natürlich schreddern. Mhm. Und tatsächlich spielt wirklich bei der Migration auch diese Gedanke, welche Daten brauche ich nicht mehr? Ja, ausgetretene Mitarbeiterdaten gehören dazu und müsste man tatsächlich nur die migrieren, die man tatsächlich braucht. Das heißt, alles, also in unserer veraltete es 6 Jahre Mitarbeiter, die vor 6 Jahren ausgetreten sind, sind noch eigentlich wichtig, ne? Ab 7. Jahr nicht mehr. Also das heißt, da wirklich dran denken, nicht zu migrieren, weil tatsächlich das erstmal wird es nicht im neuen System gebraucht und tatsächlich würde man gegen Datenschutzrecht verstößen, wenn man sie aufbewahrt. Ne? Ohne Grund, ohne Zweck. Genau. Ja, das ist ein guter Hinweis. Und das zeigt auch nochmal, wie flexibel ich in einer Auswertung sein muss, wenn ich also Daten sammle im Altsystem. Wir haben eben diesen Selektionsbildschirm gesehen. Er war zwar nicht aufgeklappt, aber Sie kennen es vielleicht, wenn Sie an andere Reports denken. Sie haben immer die Möglichkeit, einen Datenauswahlzeitraum zu setzen. Also da kann man relativ schnell in die Vergangenheit gehen. Und was man auch noch vielleicht ergänzen kann, ich denke an ein Projekt vom letzten Jahr. Da haben wir einmal intern eine LSU abgelöst und extern eine LMS. Da sind die Fristen nochmal unterschiedlich. Ne? Wenn ich Kundendaten drauf habe, sind wir nochmal ein bisschen woanders unterwegs. Gut, ja, sind wir ein bisschen abgelöst. Ja, wenn noch jemand, der eine Frage stellt. Ich glaube, es war eine Verabschiedung und wir haben aber noch einmal die Frau Beermann, Sie haben nochmal eine Frage. Sehr schön. Das ist auch nicht verkehrt. Also es gibt, wenn Sie Interesse haben an dem Paket, gibt es eine individuelle Vorstellung, die wir mit Ihnen machen. Da wäre es dann vielleicht sogar ganz gut, wenn man jemanden aus der HR-IT dabei hat. Weil das, was wir gesehen haben, was die Liv vorgestellt hat, ist ja wirklich ein ABAP-Programm, das wir haben. Da spricht man dann über solche Dinge wie Transporte, ja, die wir mitbringen und die wir einspielen beim Kunden. Und in den Transporten sind die Reports drin und das dahinterliegende Customizing. Ist eine super Frage, ist mit die beste Frage überhaupt. Was ist eigentlich das Schwierigste an der Migration? Das ist nicht die Technik, sondern dass ich alle Beteiligten immer wieder an Tische setze und die Datensammlung und Datenanalyse sauber abgeschlossen wird. Dass man sehr gut mit dem Implementierungsteam spricht. Was ist für uns ein abgeschlossenes Training? Wie viele Trainingsstunden sind relevant? Die Zeiträume, die haben wir schon ein bisschen strapaziert. Und die Zielgruppen auch. Pro Land, pro Cluster. Gibt es überhaupt nur das SAP VM, die SAP LSO? Oder gibt es vielleicht noch 2, 3 andere Systeme? Denn ich kann aus der LSO-Migration ja auch für andere Tools, ob ich aus Elias komme oder aus Moodle und was es da alles gibt, auch im freien Markt, lernen, wie man so einen Migrationsfile zu befüllen hat. Das ist ja egal, aus welchem System Sie kommen. Das Zielformat ist immer dasselbe. Das heißt, es ist auch eine Frage von Synergien, die man da nutzen kann. Genau. Ein Drittel, 2 Drittel finde ich gut. Sollten wir uns merken, Stefan. Also die finde ich, also das haben Sie genau auf den Kopf quasi getroffen. Wenn Sie mich nochmal in 2 Wochen fragen, ist die Antwort dieselbe. Es ist ein guter Mix. Es geht vor allem um die Migration, um den gesamten Sammlungsprozess und das Umformen und Einspielen. Und gerne bezüglich, weil Sie Greenfield gesagt haben und auch wenn es ums LMS-Projekt an sich geht, können wir gerne ein Nachfolgegespräch aufsetzen, um zu schauen, okay, inwiefern benötigen Sie Customizing, zu welchem Detaillierungsgrad braucht es eine Migration, um dann natürlich Ihre individuellen Aufwände dann auch zu schätzen. So ist es. Dürfen wir weitere Fragen in der Runde beantworten? Dann würde ich sagen, wir haben es 10.45 Uhr. Sprechen Sie uns gerne nachfolgend an. Das war's von heute soweit. Vielen Dank an alle Teilnehmenden. Vielen Dank, Liv. Vielen Dank, Jan. Ja, bis bald und in Kürze Ihre TTS. Vielen Dank. Tschüss.